Ja, du musst früher springen. Ey, diese komische Turbine da oben, Mann. Hätte ich sie nicht getroffen, hätte ich hier Kinnacken gegeben. Lauf von da an. Oh. Gegen welchen Bouncer? Ah. Okay, okay, okay. Gleich haue ich mich selbst. Freunde, wir haben die 50.000 Abos erreicht, Freunde. Jetzt ist das neue Ziel 60.000. Da gibt es noch ein krasseres Stream mit Giveaways, alles drum und dran. Also, verprügelt den Abo-Button, Freunde. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wer AANDREYT im Shop nicht eingibt, tritt auf Legostein. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir ein Escape, Freunde, aber keinen normalen Escape. Wir müssen einem riesigen Gaming-PC entkommen. Der hat uns verschlungen und wir müssen wieder raus. Und mit dabei ist heute der liebe, wer auch sonst, Kitmave. Walkout! Mit rote Karte, alles klar. Mit rote Karte. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Blablabla, hat 5000 Euro, kostet der PC, wir müssen entkommen. Okay, alles klar. Okay, jetzt sind wir drin im PC, Freunde. Okay. Wir sind drin. Kitmave, wir brauchen dein scharfes, intelligentes Auge, um zu wissen, wie wir weiterkommen. Oh, guck mal, hier ist unten ist ein Bounce-Pad. Wir müssen uns orientieren. Ja, ja. Wo müssen wir hin? Da, wo du meinst, glaube ich. Warte mal. Ich glaube, wir müssen hier aufs Bounce-Pad und dann da oben rauf und genau. Von da auf die Kabel und dann ins Loch. Das heißt, wir müssen irgendwie von hier. Wie kommen wir ins Bounce-Pad rein? Was ist mit diesen Dingern hier? Mit diesen... Die ich nicht mag. Oh, hier ist ein Schalter. Hier oben ist ein Schalter, der uns dann bounce. Oh, warte mal. Ich habe was gefunden. Was ist hiermit? Ich bin schon weiter. Catch once. Wo bist du? Yes! Oh, hier unten ist ein Schalter. Ich bin da oben auf dieses komische Kabel gegangen. Digga, wie viel Arbeit muss das für den Mapbauer gewesen sein, diese Kabel und so alle so ordentlich hinzupacken? Ja, mein Autismus hätte unnummer gekickt, Freunde. Ja gut, musst du einmal machen, dann copy-pasten. Ja, okay, stimmt auch. Okay, ich habe den Schalter berührt, Catch once. Das heißt... Jetzt müssen wir haben wir bestimmt, wo ich meinte, diese komischen Bouncer, haben wir einen Free, wo wir rüberjumpen können. Kannst du hier drauf springen? Okay, da bin ich schon runter. Ja? Nee, kannte ich nicht. Habe ich schon geguckt. Irgendein Schalter ist jetzt berührt. Ah, ich glaube, ich habe was gesehen. Ja, ich habe was. Digga, was ist los mit mir heute, Freunde? Achso, für die Leute, die denken, ich bin erkältet oder so, das stimmt nicht. Ich bin gerade erst aufgestanden und nimm dann direkt auf. Dann hört man sich immer an, als hätte man Grippe 4000. Okay. Freunde, das war ja nicht so schwer. Ne? Dann gehen wir mal hier rein und dann... Ah, wir sind ja noch gar nicht zu Ende, Freunde. Wir müssen hier das blaue Kabel entlang laufen. Und jetzt sind wir hier oben drauf. Jetzt müssen wir da rüber bouncen, Kitmave. Digga, wenn ich das verkacke, muss ich alles wieder von vorne machen. Ich wusste es, Digga. Oh, ist das ekelhaft. Oh, hör doch auf. Digga, dafür brauchen wir jetzt länger als für den ganzen Escape Room. Ich schwöre euch das, Freunde. Ich glaube, wir müssen einfach drauflaufen, ohne Dings. Okay, müssen wir nicht. Was muss man da machen? Ich check diese Flugbahn von diesen komischen Dingen. Ich bin einfach runtergesprungen, ohne Bounce-Pad zu berühren. du musst früher springen. Ey, diese komische Turbine da oben, Mann. Hätte ich sie nicht getroffen, hätte ich hier Kinnacken gegeben. Lauf von da an. Alles ist gut, Freunde. Aufregen bringt nichts. Nee, Digga, lass mal. Sonst schaffe ich es gleich und dann bist du RIP. Ja. Oh! Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen. Oh, nee, Spaß. Graphics Card. Wir müssen nach oben. Aber wie kommen wir nach. Oh. Auf geht's. Jetzt sind wir in der Grafikkarte, Freunde. Yeah. First Chamber. Achso, war das nur Tutorial oder willst du mich verarschen? Oh, mit Eis. Oh, zweite? Okay, das war ja wirklich nur Tutorial. Das sind doch Dingens. Chamber heißt doch. Nein! Und Schuppi, Duppi, Duppi, Luppi. Ah, geht's noch weiter? Oh nein. Hä? Nein! Ey, man hat doch aber gar nicht lange genug Eis, oder? Digga, hast du schon mal überlegt, dass wir irgendwo anders auch hin müssen? Vielleicht? Vielleicht müssen wir gar nicht da alles das First Try machen, was wir hier gerade versuchen. Weißt du, wie ich meine? Theoretisch schon. Doch, ich denke schon, Digga. Ja, aber das geht gar nicht. Das ist unmöglich, weil hier wird man so gestoppt. Da wird man gestoppt. Ich guck mal woanders, Freunde. Okay, wir schauen nochmal hier nach, aber wir gehen nicht den zweiten Weg, sondern wir gucken jetzt gleich mal hier unten, wenn wir hier rüber gesprungen sind. So. André. Ich habe was gesehen, mein Lieber. Komm zu mir. Bleib stehen. Guck mal, hier oben sind Pfeile. Ja, hier oben sind Pfeile. Ah. Oh, Jifu! Du musst das Power anturnen, Digga. Turn ihn an, Ahmed. Was muss man dann machen?
Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja, Mann. Man muss echt nicht so kompliziert denken, wie man denken muss. Okay, Freunde. Boah, Digga, das ist der Momentum-Jump des Lebens, Freunde. Schaffen wir! Oh, geschafft, let's go. Und jetzt... Ach, Digga, man muss so komische Kabeljumps machen dann. Das fuckt ja übel ab. Mach doch eine schöne, spaßige Map und nicht sowas. Okay, wir haben es geschafft, Freunde. Ey, ich hau gleich in meinen Tisch. Ohne Witz, es macht aggressiver als jeder Scheiß, der von dem ich je mein Leben gespielt habe. Oh mein Gott. Okay, ich bin weit, Freunde. Ich bin weit. Jetzt hier rauf. Und was jetzt? Da auf diesen kleinen Stein? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen oder was? Ja, ich hab's. Nice. Jetzt kommt das Nervigste, was du je in deinem Leben gesehen hast. Can't touch it. Dann auf das Rote. Und da muss man auf so einen kleinen Stein springen, Digga. Und ich hab's geschafft. Du brauchst nicht mehr machen. Ich mach den Power-On-Knopf on. Ah, nee, du musst es schaffen, glaube ich, oder? Nee, nee. Oh, hier ist der Weg für. Aber du kommst nicht mehr zurück, du musst es schaffen. Oder kommst du zurück? Ich probier's. Guck mal. Ja, also wir haben die Power auf jeden Fall on geschaltet. Haben wir, du musst auf diesen komischen kleinen Bouncer springen. Okay, Freunde. Bitte nicht sowas. Okay, wir haben berechnet im Kopf. Wir haben berechnet im Kopf. Yes, nein. Ey, Mann, diese Hitbox von Fortnite fuckt mich übel ab. Oh. Gegen welchen Bouncer? Ah. Okay, okay, okay. Gleich hau ich mich selbst. Ich war schon Ach mal so? Vor. Ja, Kidmath läuft einfach durch. Hab's durch. Als hätte er nie was anderes in seinem Leben gemacht, Digga. Und ich verzweifle hier. Und ich lauf durch und schaffe es verdings. Oh mein Gott, ich bin fast verreckt, ne? Okay, was ist jetzt? Nicht wieder bitte eng so einen ekligen Jump-Scheiß. Du musst zu mir, du musst zu mir. Ja, ja, aber wie? Nein, man muss auf jedes einzelne Ding immer rausspringen. Und wenn man das nicht schafft, muss man diese Zone von vorne machen. Man muss sie. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Okay, ich bin da. Aber hier ist nichts. Ey, du sagst was? Ey, mach bitte doch nicht so. Muss man auf die andere Seite? Ja, du musst nach rechts. Ach, Digga, jetzt muss ich die Zone wieder von vorne machen, Freunde. Dafür hat Kidmath Karma kassiert. Wir machen das natürlich alles first try hier. Easy. Guck mal. No stress, no diggity, no doubt. Und wir haben den Bouncer, Freunde. Wir haben den Bouncer. Der ist am Stissel. Der ist am Stissel, Digga. Und ich bin gestorben mit ihm. Und ich bin nicht gestorben, Freunde. Was war das für ein Glück gerade? Das... Okay. Ganz ruhig, André. Also, nee. Das macht aggressiv. Wow! Digga, du willst nicht sehen, was dahinter sich vor der Tür begibt. Willst du nicht sehen. Okay, Freunde, wenn wir das nicht komplett verkacken... Oh, geschafft, let's go! Okay, Bist Freunde, du? Let's go, let's go. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Wo sind wir? Hier ist Eis, aber das ist, glaube ich, nur von der anderen Level. Hier ist ein... the way is blocked. Okay, wir müssen jetzt irgendwo hin, Freunde. Hier hoch. Warum hast du Eis mitgenommen? Weiß nicht. Man muss hier durch, okay, ja. Ah, hier ist ein Schalter. Ich habe den Weg aufgemacht. Hi. Danke. Okay, Freunde, dann würde ich sagen... Hä? Wir sind wieder am Anfang. Ja. Achso, das ist der falsche Weg, glaube ich. Wir müssen hier unten lang. Ja. Nein, das ist auch am Anfang. Was jetzt? Nee, null anstrengend. Safe anstrengend. Guck mal, das macht mich schon aggressiv, dieses Hin- und Hergerutsche. Oh! Da, oh, wenn man sich den Kopf stößt. Das ist so schlimm. Man muss halt wirklich nicht einfach nur nicht springen. Oh, Mann. Wieso mache ich das nicht einfach mal? Ich denke mir das schon die ganze Zeit, Freunde. Okay, das ist ekelhaft. Was ist hier? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe schon... Ich versuche gerade hier irgendwas rauszufinden. Ja, ja, ja. Das sieht schon mal gut aus, was du da versuchst. Auf das Rote, ja. Dann aufs Gelbe. Ja, wenn das möglich ist. Ist das schwierig? Hä, aber eklig. Okay, ich probier's. Oh, was? Oh, ich bin fast runtergefallen. Okay, jetzt einfach auf das Blaue, Freunde. Ey, man stößt sich wieder den Kopf dabei. Mach die Map doch einfach zweimal so groß, dann haben wir beide kein Problem, okay? Das ist nicht so schwer, du denkst. Du musst einfach Momentum Jump machen. Ja, hab's. Okay, hier auch. Sag nicht, die Bouncer funktionieren. Okay, die funktionieren zum Glück nicht.
Jetzt auf das Blaue, Freunde. Oh nee! Ich war drauf! Ich war drauf und geh einfach runter wie so ein Affe. Ich bin drauf und ich hab's. Nice. Ah, das ist eine Falle! Da ist eine Falle, muss man die triggern? Ja. Oh, okay, gut, dass du es rausgefunden hast. Ich wär gequittet, Digga, 100%. 100% Rage Quit. Oh mein Gott. Ey, Mann, dieses enge, raummäßige, Digga. Ich hab so Aggression gerade. Okay, warte mal. Wenn du jetzt noch nicht einmal nicht springst, ne? Ich mach meinen PC aus, Freunde. Ist mir egal. Spring lieber, mein Freund. Spring lieber. Naja, du hast jetzt Angst bekommen. Ich hab's gesehen. Okay, jetzt gehen wir hier rauf. Und wir schaffen's nicht, Digga. Ich hau gleich meinen Tisch klein und kurz und kaputt. Und dann wieder lang. Ich mach jetzt Anti-Aggressionstraining bald. Geht nicht mehr anders. Ich reg mich über jede Sache auf, ne? Okay. Ich geh zum Therapeuten wegen Deference. Ja, ist so. Ich war ganz am Schluss. Weißt du, was passiert ist? Ich muss kurz die Tür aufmachen. Hitman ist jetzt weiter. Das heißt, ich mach hier alles. Ich bin in die Falle reingelaufen. Nein, sag nicht, du musst alles von vorne machen. Ja, weil danach kein Checkpoint kommt. Was? Ja. Nice. Okay, let's go. Ich habe auch keinen Checkpoint gehabt. Du hast keinen Checkpoint sonst. Ja, okay. Okay. Und jetzt? Wir müssen hier lang. Oh. Okay, ich hab's geschafft. Jetzt auf diese komischen Würstchen da. Ja. Und jetzt auf das Würstchen. Dann auf das Graue hier, oder was? Ja. Yes! Okay, und jetzt? Hier auf das Ding, das McDonald's-Ding da. Ah, okay, okay. Ketchup Mayo. Wo, es war alles von vorne? Nee. Ja. Ja, aber nur das hier. Okay, ich dachte, man muss jetzt ganz von vorne. Ja, bam, ja, das klingt gut, das klingt gut. Oh, Checkpoint. Checkpoint? Ja, jetzt bin ich beim Prozessor. Okay, sag mal, was ist da Geiles so? Irgendwas Cooles? Ist halt ein Prozessor, ne? Ja, oder ist wieder Jump'n'Run und man muss ganz halt Momentum-Jumps machen. Bruder, ich bin ehrlich. Hä? Wo muss man hier lang? Was? Beendet das Video, Bruder. Warum? Das sind so richtig, das ist so eine Wand und das sind so richtig kleine Mini-Blöcke, die rauskommen. Nee. Ja, und du musst so diese ganz kleinen Mini-Jumps machen. Ohne Witz, Freunde. Wenn ich das machen soll, ne, dann habe ich graue Haare. Ich kann das nicht. Ihr seht es gerade vielleicht nicht oder ihr seht es schon. Ich werde so aggressiv gerade, immer wenn ich immer wieder dasselbe machen muss und es nicht klappt, ne. Es gibt nichts Schlimmeres. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch dieser Parcours nervigster Escape Room, den ich ever gemacht habe, gefallen hat. Wenn ja, checkt gerne Kidmaf ab, lasst ein Like da, Freunde, und gebt meinen Creator Code an. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ciao!